Die große TT-Modellbahnanlage. Sie gibt es seit fast 60 Jahren, genauso lange wie den Pirna Modelleisenbahnclub Theodor Kunz. Immer wieder wurde die Anlage erweitert und umgestaltet. In den Winterferien sollte sie ein Anziehungspunkt auf der Messe Erlebnismodellbahn sein. Doch die Ausstellung in Dresden, die seit 2005 vom Pirna Modelleisenbahnclub organisiert und ausgerichtet wird, fällt Corona-bedingt aus. Wir haben unsere große Ausstellung in Dresden nicht machen können, unsere Weihnachtsausstellung in Pirna in der Hospitalkirche. Und das ist besonders bitter, weil über die Veranstaltung versuchen wir Nachwuchs zu generieren. 23 Mitglieder zählt der Verein. Christoph Bär gehört mit Abstand zu den Jüngsten. Der 20-jährige Pirna lernt den Beruf zum Mechatroniker bei der Deutschen Bahn. Beim Modelleisenbahnclub Pirna kann er seiner Leidenschaft auch in der Freizeit nachgehen. Ich bin damals mit meinem Papa auf die Hospitalkirche, also auf die Ausstellung Hospitalkirche gegangen und habe was gesucht, wo man was zusammen machen kann. Und dadurch, dass mein Hobby immer schon Eisenbahn war, bin ich am Ende drauf gekommen, dass ich mal nachfrage im Club, wie ist das, kann man mitmachen. Und dann wurde ich auch eingeladen, mal hier in den Club zu kommen. Die Ausstellungen, die Höhepunkte der Vereinsarbeit fehlen hier allen. Die Absage der eigenen Messe hat aber in vielerlei Hinsicht Folgen. Die Erlebnismodellbahn lockte in den letzten Jahren immer wieder rund 15.000 Besucher an. Sie ist die größte reine Modelleisenbahnmesse in Deutschland. 120 Aussteller aus dem In- und Ausland kommen dafür nach Dresden. Die Messeorganisation bedeutet monatelange Vorbereitung. Die Durchführung ist eine wichtige Säule für die Finanzierung der Vereinsarbeit. Der Wegfall der Einnahmen belastet den Club immens. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir haben kaum Mitgliedsbeiträge und das wollen wir auch beibehalten. Und wir möchten natürlich auch Projekte außerhalb unserer Vereinstätigkeit mit unterstützen. Und die Gelder, die dort nach der Veranstaltung in einem moderaten Maß übrig geblieben sind, die sind natürlich dann auch für neue Projekte, für Unterstützung bei anderen Projekten oder für Unterstützung von notleidenden Modellbahnvereinen. So wurde in der Vergangenheit den Modelleisenbahnfreunden in Dippoldiswalde oder Zittau unter die Arme gegriffen. Jetzt hoffen die Pirna, wie so viele andere Vereine auch, auf das Frühjahr. Im März soll es nach Mannheim gehen, zur Messe Faszination Modellbahn.